Freunde, wir schauen heute zusammen wieder eine animierte Geschichte. Bevor wir das aber tun, ich habe einen neuen Merch. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann klickt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung. Das hier ist der alte, den neuen habe ich noch nicht zugeschickt bekommen. So neu ist der. Wunderhübsches Design. Es ist, wie gesagt, jetzt live im Shop. Und ab dem 1. Dezember kommt noch ein weiteres Design im Shop. Also falls ihr das Video nach dem 1. Dezember guckt, habt ihr sogar zwei neue. Und das ist dann so ein bisschen winter-themed, damit ihr alle euch entweder das neue oder das andere zu Weihnachten wünschen könnt. Genau, wir gucken jetzt das Video. Meine animierte Geschichte, und zwar ein Milliardär, wurde mein persönlicher Assistent. Weiß ich nicht, wie das passiert ist, klingt aber ganz cool. Naja, let's go. Ich lebe bei meiner Oma und sie ist so ziemlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, okay, dem ich nahestehe. Hallo, nachdem meine Eltern gestorben waren, nahm sie mich auf und zog mich groß. Aber als ich aufwuchs, hatte ich nicht viele Freunde. Ich habe mich immer auf mein Studium konzentriert und so habe ich es geschafft, ein Stipendium für eine der besten Highschools der Stadt zu bekommen. Not bad. Aber in der 10. Klasse nahm alles eine wilde Wendung. Alles begann damit, dass ich eines Tages beschloss, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Eine wilde Wendung. Aber gerade als ich es abstellen wollte, oh mein Gott, ein Autounfall. Nein! Ich krachte gegen ein Auto. Oh, das Auto sah wirklich teuer aus. Und jetzt hat es eine Delle. Das ist nicht deine Schuld, das Auto ist schuld. Ich war die Königin der Pleitegeier. Den Schaden würde ich niemals bezahlen können. Keine Sorge, dafür hat man eine Haftpflichtversicherung. Verschwinden musste. Aber in diesem Moment tauchten zwei böse aussehende Schatten auf. Sieh dir das an. Sie hat dein Auto ruiniert und jetzt rennt sie einfach weg. Heiliger Strohsack, nicht diese schrecklichen zwei. Jacob und Adam waren die zwei reichsten und schärfsten Kinder der Schule. Ach, Jacob und Adam, warum seid ihr böse? Ihr seht schon böse aus. Jacob und Adam sind schon böse Namen. Bin ich in ihr Auto gerammt. Das war der schlimmste Tag aller Zeiten. Adam weiß ich nicht, aber Jacob ist eigentlich ein netter Name. Ich bin nicht gerannt. Ich habe es nicht mit Absicht ruiniert. Ich habe es aus Versehen. Oh, Kätzchen, versehentlich oder nicht, du wirst dafür bezahlen müssen. Hör zu, Mann, ich kann das nicht bezahlen. Du willst mein Fahrrad? Du kannst es haben. Machst du Witze? Du besorgst uns Geld. Oh, also, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich, die Videos sind ja in England, nicht in England, in Amerika gedreht und dann nach Deutsch übersetzt. Aber in Deutschland haben wir dafür Versicherungen, okay? Haftpflichtversicherung zum Beispiel. Passiert dir nichts. Was soll ich jetzt machen? Überhaupt gar kein Ding. Und da fiel mir ein, dass ich neulich gesehen hatte, wie sie ein Kind nach der Schule ganz schlimm schikaniert hatten. Ach. Also bin ich einfach rausgeplatzt. Ich kenne dein Geheimnis und ich werde es dem Direktor erzählen. Let's go! Welches Geheimnis? Ich weiß, was ihr letzten Montag gemacht habt. Eine Sekunde lang schauten sie fassungslos, doch dann schrie Jacob auf. Was? Woher weiß sie das? Ihren erschrockenen Gesichtern nachzuurteilen, konnte ich erkennen, dass es was anderes war. Etwas wirklich Großes, das sie getan hatten. Und sie dachten, ich wüsste es? Perfekt. Guter Bluff? Nun, let's ich werde go. Es euch nicht hier bisschen sagen. Erpressung ich werde hier. Es direkt dem Direktor sagen. Lass uns jetzt gehen. Nein, nein, warte, wir diskutieren. Ja, und dafür brauchst du nichts bezahlen. Hier, lass mich nachsehen, ob dein Fahrrad kaputt ist. Ich kaufe dir ein neues, so viele wie du willst. Wir tun alles, was du sagst. Wir sind deine Laufburschen, aber bitte sag es niemandem. Oh oh. Was um Himmels Willen? Die beiden mächtigsten Jungs der Schule waren mir völlig ausgeliefert. Die beiden mächtigsten Jungs. Es ist immer, aber ich tat, die Formulierungen sind immer sehr funny. Es sind ja trotzdem einfach nur Schulkinder. Also nur weil andere Leute sagen, okay, ja, die sind vielleicht beliebter als die anderen. Es sind ja trotzdem nur stinknormale Schulkinder. Es ist ja nicht, als wären die irgendwie erwachsen und hätten eine Firma oder was auch immer. So als würde ich die Ruhe bewahren, weil ich nicht wollte, dass sie wissen, dass ich blöffte. Aber das war. Wie wär's damit? Mit dem Tragen meiner Tasche? Wenn ihr damit anfangt, die ist so schwer. Meine Hand tut weh. Als ich an diesem Tag diese beiden wie meine persönlichen Leibwächter hatte und durch die Schule ging, sahen mich die Kinder an, als wäre ich ein Zauberer, der die schrecklichsten zwei um den Finger gewickelt hatte. Das ist das Dark Magician Girl aus Yu-Gi-Oh! Als ich am nächsten Tag aus dem Haus ging, wartete Jacobs bereits mit seinem brandneuen Auto auf mich. Jacobs, es ist jetzt nicht mehr Jacob und Adam, jetzt wartet einfach Jacobs. So ein bisschen, sein Kumpel wird einfach unterschlagen. Leider ist auch dabei, aber es ist eigentlich jetzt Jacobs. Da wurde es immer besser. Hey, ich bin hier, um dich abzuholen. Also sag mal, willst du heute an den Strand oder ins Kino gehen? Oh! Was? Nein, ich will zur Schule gehen und meine Kurse besuchen. Ich muss nächste Woche meine Hausaufgaben abgeben. Ach komm schon, Aura. Du sollst dich amüsieren und nicht so viel lernen. Aura ist voll der hübsche Name. Adam kann deine Aufgaben machen. Er macht all meine. Keine großen Sachen. Hört sich gut an. Adam ist auch noch so ein bisschen der Loser von den beiden Coolen, der dann die ganzen Aufgaben machen muss, wo du dann sagst, naja, keine Sorge, Adam macht es, also kein Ding. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihnen vertraute, außerhalb der Schule mit ihnen rumzuhängen.
Was, wenn sie vorhat, mich zu entführen, wegen ihres blöden Geheimnisses? Also bestand ich darauf, zur Schule zu gehen. Als wir dort ankamen, verfolgten sie mich weiter. Zuerst kam ich mir vor wie eine Prinzessin, aber im Laufe des Tages wurde mir klar, dass es ein großes Problem war. Nach dem Mittagessen hatte ich Ballettunterricht, aber gerade als ich in die Umkleide kam, fangen die Mädchen an zu schreien. Als ich mich umdrehte, war ich fassungslos, denn die beiden Idioten waren mir gefolgt. Habt ihr beide den Verstand verloren? Das ist Ich eine meine, ich Unkleid. sehe es, wenn die irgendwie das miese Geheimnis von denen kennt und die halt irgendwie irgendwo alleine ist, dann kann die das halt wem erzählen und sie wissen es nicht. Also es macht schon Sinn, dass sie der den ganzen Tag folgen. Andererseits ist sie ja auch zu Hause alleine, nehme ich an. Die sind ja nicht 24/7 da. Dann könnte sie ja theoretisch einmal die Polizei rufen oder das ihren Eltern erzählen. Beide für Von daher macht Mädchen. es doch nicht so Umso viel Sinn. mehr Das Grund habe für ich mir gerade uns, hier anders zu sein, überlegt. nicht wahr, Adam? Ich schob sie hinaus und schloss die Tür ab. Aber als ich zum Tanzsaal Das sieht ging, war hübsch sie aus. schon da. In Ballerina-Klamotten und tanzten wie Kröten. Was zum Teufel ist denn hier los? Was macht ihr denn da? Ihr müsst mir doch nicht überall hin folgen. Doch, müssen wir. Wir können es nicht riskieren. Was ist, wenn du es dem Direktor hinter unserem Rücken erzählst? Nein, mach ich nicht. Wir trauen dir nicht. Sie sollten einfach gehen. Und als ich meinen Auftritt hatte, fingen sie beide an zu jubeln und zu johlen, als wären sie meine Fans. Was Go, könnte Uwu, fly high, butterfly. Das sage ich das auch immer, so große ein bisschen einfach Geheimnis mein sein, das sie Motivierspruch. dazu brachte, all diese Dinge zu tun, um mich vom Direktor zu schützen? Aber so sehr ich es auch wissen wollte, ich wollte sie auch loswerden. Am nächsten Tag verließ ich das Haus, bevor sie kommen konnten. Und auch in der Schule war ich auf der Hut vor ihnen. Dann in der Sneaky. Mittagspause kam dieser Fußballer in die Unauffällig Schule, auch. in den ich mich total verknallt hatte, Ich dachte, und wie setzte jetzt, sich. du hast dich in den. Ich dachte, du hast hier die anderen beiden Boys, die sind wohl die hübschesten, die die Schule zu bieten hat. Und dann nimmst du hier den random Fußball-Guy? Neben mich. Oh. Du bist das beliebteste Mädchen, das diese reichen Göring gezähmt hat, und ich bin beeindruckt. Ich mag starke und dominante Mädchen wie dich. Erstmal, der hat davor nie mit der geredet, okay? Der hat davor kein Wort mit ihr geredet. Jetzt auf einmal ist sie beliebt. Oh ja, ich mag dich voll, weil du so stark bist. Wie wär's, wenn wir zusammen rausgehen? Adam packte ihn am Kragen und warf ihn auf dem Sitz raus. Let's go, Wie wäre Adam! es, wenn ich dir einen Vorgeschmack auf starke und dominante Männer gebe? Adam, hör auf, was machst du da? Sobald Adam ihn losließ, rannte er einfach weg. Oh. Warum hast du es getan? Er wollte mit mir ausgehen. Er fragt jeder nach einem Date. Er ist ein Idiot. Oh, und hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Du bist hier der größte Trottel. Damit schob ich ihn beiseite und stürmte wütend hinaus. Später an diesem Tag war ich in der Bibliothek, als ich sah, wie der Footballspieler ein Mädchen hinter einem Bücherregal küsste. Das ist nämlich, das ist das Problem mit den Footballspielern. Würde ich, sage ich jetzt, als würde ich viele Footballspieler kennen. Ich kenne keinen. Aber trotzdem habe ich direkt gesehen, habe ich gerochen. Adam hatte recht, er war wirklich ein Idiot. Ich warf ihm ein Buch an den Let's Kopf. go, wirf ihm Jo, ein Buch das an hatte den er Kopf. verdient. Ich weiß gar nicht, was das Danach. ist. Aber wenn die Leute in diesen animierten Geschichten so gewalttätig werden und dann so, ja, und dann habe ich ihn halt geschlagen und dann habe ich ein Buch gegen den Kopf geworfen, dann habe ich ein Glas nach ihm geschmissen, Handy, zack. Dann ist man immer so, hey! Ich meine, obviously ist es keine Lösung im echten Leben, aber in den Geschichten denkt man sich immer so, ha, der hat's verdient, der Idiot. Endlich gibt dir mal einer ihr, weißt du? Machte ich mich wieder an die Lösung meiner Matheaufgabe. Aber keine der Antworten war richtig. Ah, ganz ruhig, Tigerin. Lass mich dir helfen. Mir helfen? Kannst du überhaupt. Oh, wie hast du das gemacht? Ich war verblüfft, dass dieser Typ, der so aussah, als hätte er seine Noten mit Also dem Geld Adam des Vaters scheinbar. gekauft, tatsächlich gut in der Schule war. Ja, aber Und Adam, half. haben wir ja schon gelernt, macht ja die Hausaufgaben für Adam und Jacobs. Also muss er ja gut in der Schule Mir bei sein. meinen Aufgaben und ehrlich gesagt hatte ich langsam das Gefühl, dass er doch nicht so schlecht war. Okay, Gerade okay, als okay, ich mich. okay, 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 okay. Stopp. Bevor wir weitermachen. Wer denkt ihr, ist der Chip? Also wer denkt ihr, kommt hier zusammen? Weil wir haben jetzt ja zwei. Normalerweise hast du in den Geschichten immer einen Typen und dann kommen die zusammen oder sowas am Ende. Aber jetzt haben wir zwei. Jetzt haben wir Adam und wir haben Jacob, okay? Beide sind equal parts, beliebt, cool. Handsome, was auch immer, reich. Adam scheint der Schlauere zu sein, aber auch ein bisschen der Loser, weil er jetzt hier so ein bisschen. Also von beiden würde ich sagen, ist Jacob besser im Social Standing, weil Jacob ja sagt, Adam macht die Schulaufgaben für mich und für sie. Und Adam hat jetzt nicht wirklich Mitspracherecht. Deswegen hat hier Jacob nochmal mehr das Sagen. Das heißt, der hat ein bisschen mehr, I guess, das Sagen und der andere ist ein bisschen schlauer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wer der Endship ist. Ich persönlich denke, es wird Adam, weil sie ja auch davor. Erstens hat sie jetzt hier so einen kleinen Moment mit Adam. Zweitens
hat sie ja davor auch schon gesagt, ja, sie gibt sich voll Mühe in der Schule und sie will auf diese Uni und bla 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 bla. Das heißt, es scheint dir ja viel daran zu liegen, dass die Leute auch schlau sind. Deswegen wird mein Tipp wäre Adam, aber es kann natürlich auch noch Jacob werden. Als ich mich entschuldigen wollte, dass ich ihn vorhin einen Idioten genannt hatte, stürmte Jacob in die Bibliothek. Danke, dass du ein Auge auf sie geworfen hast, während ich weg war. Natürlich war Adam nur hier, um auf mich aufzupassen. Ich kam mir so dumm vor, weil ich noch vor 2 Sekunden gedacht habe, er könnte nicht sein. Wahrscheinlich Kriminelles. Also, wer ist bereit, sich den neuen Spider-Man-Film anzusehen? Oh mein Gott, auf diesen Film habe ich schon seit Monaten gewartet. Ich habe vor Aufregung so laut geschrien, dass die Bibliothekarin uns alle rausgeschmissen hat. Später an diesem Abend, als wir aus dem Kino kamen, war es ziemlich kühl. Plötzlich zog Adam seine Jacke aus und wickelte sie um mich. Oh, okay, Adam ist der Chip. Was für ein Schauspieler er doch war. Ich wusste, wenn es ihr nicht ums Geheimnis ginge, wäre es ihm egal, selbst wenn ich um Hilfe schreien würde. Kurz darauf rannte er voraus, um das Auto zu holen, und Jacob ergriff meine Hand und zog mich zu sich. Wow, was machst du denn da? Oh, komm schon, ich kann es deutlich sehen, dass du dich für mich interessierst. Aha. Deshalb spielst du auch das Erpressungsspiel, um mich in der Nähe zu haben. Was in deinen Träumen? Deine Einstellung macht mich einfach verrückt nach dir, Babe. Wie wär's, wenn du mir einen Kuss gibst? Weirdo! Dieser Idiot. Ah, ich bin auch für Adam. Jacob, bah! Ich wollte ihn gerade richtig schubsen, als Adam ihn plötzlich wegzog. Let's go, Adam! Und einen harten Schlag ins Gesicht verpasste. Let's go! Aber das ist, was ich meine. Das ist, was ich meine. Die sind immer komplett am Überreagieren. So, der hat ihn weggezogen und ihm einen harten Schlag ins Gesicht verpasst. Kleiner Weirdo, Jacob. Hassen Jacob, aber wir lieben Adam. Wie kannst du es wagen, sie anzufassen? Was soll der Scheiß, Alter? Hast du vergessen, wer du bist? Du bist eine stinkende, miese Ratte, die sich von meinen Resten ernährt. Und du wagst es, mich anzufassen? Eine miese Ratte? Wovon sprach er? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber wag es nicht, sie noch einmal anzufassen. Wenn du das tust, stopfe ich dir die Reste in den Hals. Uah, es schien, als sei Adam ein ganz anderer Mensch. Er nahm meine Hand und dann gingen wir beide los. Auf dem ganzen Heimweg sagte er kein Wort und ich spürte, dass es etwas an ihm gab. Was hat Adam eigentlich für edgy Haare? Also ich muss das mal sagen, aber was ist denn hier passiert mit dem Zopf? Kannte. Ich wurde immer neugieriger. Ich meine, es hat ein bisschen was Samurai-mäßiges. Ich will nicht sagen, ich hasse es. Eigentlich hasse es nicht. Dann gab ich ihm seine Jacke zurück und ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Adam, warum hat Jacob diese Dinge über dich gesagt? Ich meine, du bist doch auch reich. Nein, bin ich nicht, Aura. Ich weiß, es sieht so aus, weil ich immer mit Jacob rumhänge, aber ich bin ein armer Niemand. Ich verstehe das nicht ganz. Mein Vater hat früher für Jacobs Vater gearbeitet, aber er ist vor ein paar Jahren gestorben und ich musste mich um meine kranke Mutter kümmern. No. Jacob hat seinen Vater überredet, uns bei sich aufzunehmen und er hilft mir mit Geld. Aber seitdem muss ich im Grunde alles tun, was er von mir verlangt. Oh Mann, mein Herz sank, als ich das hörte und dann umarmte ich ihn ganz fest. Ich denke, wir haben es hier established. Was du heute für mich getan hast, Adam, und es tut mir leid. Muss es nicht. Es war absolut verdient. Aber ich wünschte wirklich, du hättest uns nie dabei gesehen. Dann würdest du dich nicht mit Idioten wie uns abgeben. Was gesehen? Plötzlich sah er mich überrascht an. Das Geheimnis. Er sprach von dem Geheimnis. Oh ja. Ach, Aura, spielst doch... Warte mal kurz. Aura. Du hast hier wirklich Quark gemacht. Aber vielleicht liebt Adam dich, ja, und ihr könnt euch vertrauen. Du weißt nicht, was es ist, oder? Wenn ich so drüber nachdenke, hast du es auch nie wirklich erwähnt, wenn du es nicht weißt, was es ist. Ich bin in Panik geraten und dann habt ihr angenommen, ich kenne euer Geheimnis. Aura, wie kannst du sowas überhaupt tun, wenn du weißt, wie böse Jacob ist? Wenn er weiß, dass du es nicht weißt, wird er... Oh Gott, ich kann es nicht glauben. Er stürmte wütend davon. Jetzt okay, aber es gibt hier doch eine sehr einfache Lösung. Und zwar, Adam scheint ja auch Aura zu mögen. Das heißt, er könnte ihr jetzt ja das Geheimnis verraten. Dann würde ja niemals rauskommen, dass sie es nicht wusste. Mein Herz wie verrückt für das, was als nächstes passieren würde. Am nächsten Tag, als ich in der Schule ankam... Und an dem Punkt, ich würde auch gern wissen, was das Geheimnis ist. Ich will gar nicht lügen, ich bin neugierig. Weiß ich, dass Adam immer noch mit Jacob zusammen war. Aber sein Gesicht war voller blauer Flecken. Oh no! Als hätte ihn jemand wirklich schlimm geschlagen. Jacob! Später, als Adam ganz allein auf der Jungtoilette war, ging ich hinein. Warum lässt du zu, dass er dich so behandelt? Ich weiß, dass es Jacob war, der dich verprügelt hat. Was machst du denn hier? Und ich habe dir gesagt, dass ich ihm etwas schulde. Halt dich da raus. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Aber bist du bereit, dich ganz allein zu verletzen? Das ist falsch, Adam. Du kannst es nicht zulassen, dass er dein Leben auf diese Weise ruiniert. Was hat er dir und den anderen Kindern angetan, hä? Das muss aufhören.
Ja, aber ich kann nichts tun. Du kannst, du bist immer bei ihm gewesen, du weißt alles, was er tut. Du kannst hingehen und dem Direktor alles erzählen. Ab dem Punkt, also ich möchte es nur noch mal sagen. Polizei, nicht der Direktor, Polizei. Aber ich war bei dem allen dabei, was er getan hat. Ich habe ihm geholfen. Wenn ich ihn verrate, fliege ich von der Schule und lande mit meiner Mutter auf der Straße. In diesem Moment tauchte Jacob aus dem Nichts auf und drückte mich gegen die Wand. Du hast also vor, mich zu ruinieren, ha? Du hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst, du kleines Vögelchen. Und du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, du hässliche Krähe. Ich schlug meinen Kopf hart gegen sein Gesicht und er fiel vor Schmerz schreiend zu Boden. Schöne Kopfnuss. Adam schnappte sich meine Hand und wir rannten raus. Ich gehe zum Direktor. Ja, du hast recht. Ich kann kein Feigling sein und zulassen, dass er alle verletzt. Vor allem dich, Aura. Um die Folgen kümmere ich mich später. Ich bin gleich bei dir. Wir gingen in das Büro des Schulleiters. Oh, was ist denn das Geheimnis? Von Jacobs Mobbing-Vorfällen bis hin zum größten Geheimnis von allen. Was ist das Geheimnis? Nachdem der Direktor Jacob gesagt hatte, dass er in den meisten Fächern durchfallen würde, hatte Jacob eines Abends das nagelneue Auto des Direktors demoliert. Er schlug die Scheiben und die Lichter ein und besprühte das Auto mit Adams Hilfe. Der Direktor rief Jacob sofort zu sich und sagte, dass er von der Schule verwiesen werden würde. Da Adam alles gestanden hatte, sollte er für eine Weile suspendiert werden und freiwillige Arbeit leisten. Okay. Und plötzlich drehte Jacob bei Adam durch. Oh, du dreckiger Idiot, ich habe dich gefüttert und du hast mich hintergangen. Du bist auch erledigt, Adam. Selbst wenn du nicht von der Schule fliegst, kannst du nicht auf der Schule bleiben, ohne dass ich auf dein Schulgeld bezahle. Und deine Mutter, wer wird jetzt für ihre Behandlung bezahlen? Es wäre besser gewesen, wenn du ein treues Hündchen gewesen wärst und die Befehle befolgt hättest. Jetzt bist du verdammt. In diesem Moment kam Jacobs Vater rein. Das reicht jetzt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich so eine Göre großziehe. Wie kannst du es wagen, das arme Kind auszubeuten, Adam? Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Ich bin für dich da. Let's go! Papa. Jacobs Dad ist ein Bro. Wir lieben Jacobs Dad. Wir hassen Jacob. Papa, es tut mir so leid. Nicht ein Wort. Der Direktor hat mir alles am Telefon erzählt. Und den Rest habe ich selbst gehört. Ich schicke dich sofort auf eine Militärschule. Oh oh. Jacob flehte seinen Vater immer wieder an, aber er schien nicht zu seinen Gunsten zu sein. Als Adam und ich aus dem Zimmer gingen, drehte ich mich zu ihm um und fragte, wie fühlst du dich? Es ging mir nie besser. Dank dir, Aura, war ich in der Lage, mutig zu sein. Ich bin so froh, dass es dir jetzt besser gehen wird. Nice, und jetzt, let's wo es kein Geheimnis mehr gibt, wirst du doch trotzdem nett zu mir sein, oder? Ja, ich werde weiterhin jeden Tag deine Tasche tragen. Und dann zog er mich zu einem Kuss heran. La, let's go! Let's go! Gute Story! Actually, gute Story. Ich bin sehr invested gewesen. Sie haben auch ein bisschen hier kleine Spannungsmaus gemacht. Auch mit dem Geheimnis. Gar nicht schlecht, wie das erst am Ende rauskam. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das ist nur das quasi, oh, wir haben das Auto kaputt gemacht. Ich dachte, es wird ein bisschen, weißt du, kriminelle Schienen geben. Aber ist okay. Gute Story. 10 von 10. Ich sag's ganz ehrlich. Die Geschichten sind oft Müll. Die sind oft in die Schrott. Oft sehr witzig. Aber oft inhaltlich machen die wenig Sinn. Die hier hat inhaltlich hat die voll Sinn gemacht. Okay, das war's aber mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich sowas nochmal mache. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und ich würde mich sehr freuen, persönlich. Und wie gesagt, schaut unbedingt beim neuen Merch vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Klickt auf die Seite, schaut es euch an. Falls ihr welche möchtet, könnt ihr den hier auf eure Weihnachtswunschliste setzen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und tschüss!